Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde VCBs Infinity Evolved. So, Tesseract ist fertig. Ich habe noch ein neues Wand Energy Cable gemacht. So, also. Hier Tesseract hin. Dorsche Energie. Zack, zack. Konfiguration. Aus, aus. Das müsste sich dann jetzt hier alles aufladen. Ich mache hier nochmal so einen zweiten Kreislauf hin. Finde ich interessant, dass sich dazu hier das Kabel, das Energy Cable an den Crooked Stone verbindet. Sieht schon ein bisschen bescheuert aus. So. Wir machen. Ich habe jetzt mal so überlegt, was wir nochmal machen können. Und zwar brauchen wir einen Metal Former. Der Metal Former ist quasi ein guter Ersatz so zum Forgehammer und so weiter. Also damit kann man schon mal einiges damit schnell vereinfachen. Und was ich mir gerade auffällt, der hat anscheinend nur die Probleme bei den IC2 Sachen, bei dem die Sachen nachzulegen. Weil gerade eben, als ich einen Tesseract gecraftet habe, ohne Probleme. Hier wird ein Energy Cable, ohne Probleme. Aber ja, soll nicht mein Bier sein. Ist nicht mein Mod, meine Mod. So, Metal Former. Wir brauchen. Bronze brauchen wir auch noch. Bronze Item Casing. Bronze kann man ja über Faust 4 relativ leicht herstellen. Da sieht er. Ohne Probleme. Nee, nicht das wollte ich haben. Ich wollte das so haben. Ist der Vorteil kaputt? Tatsache. So, Vorteil. Wir haben jetzt ein paar Copperplates gebraucht. Und wir brauchen noch Bronze Item Casings. Da mache ich jetzt mal 12 von. Sehr schön. Dann brauchen wir die Copper Cables. Das kann dann alles hier rein, damit das gleich wieder nicht reingezogen wird. Metal Former. Einmal jetzt zack. Iron reinlegen. 1, 2. Ja. Dann brauchen wir noch die Toolbox. 2 Stück. Da brauchen wir noch 2 Chests. Mit, nicht mit G, mit H bitte. Danke. 1, 2. So, und dann sollten wir eigentlich schon alles beisammen haben. Jawohl, ein Metallform mehr. Den klatschen wir dann jetzt mal hier neben. Und der lädt sich dann auch schon sofort auf. Sehr schön. Ich freue mich. Ja, den brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr. Ja. Gut, dann können wir noch einen Kompressor machen. Bloß jetzt nicht hier die Oxygen oder so weiter nehmen. Wir brauchen diesen. Ich will mal ganz kurz die Achievements anschauen von IC2. Stimmt, das kann ich gleich auch mal zeigen. Man kann nämlich mit IC2 kann man Diamanten herstellen. Kompressor. Extractor können wir auch machen. Ja. Electric Furnace machen wir auch noch. Aber jetzt machen wir erstmal einen Kompressor. Eine Kompressor, bitte. Basic Machine Casing. Ja, und es ist wie gesagt, der nimmt die nicht nach. Der zieht den Schein. Kompressor. Und komm, wenn wir schon dabei sind, machen wir einen Exrektor. Der Exrektor ist dafür da, dass wir aus Le Sticky Resin Rubber bekommen. Und zwar das IC2 Rubber. Und noch einmal rotes Stein. Zwei Stück davon, die werden immer gebrochen. So. Und der Extraktor ist fertig.
Jetzt mal hier hin und hier. Das lädt sich dann auch schon sofort auf. Jawohl, ja. Ja, das ist jetzt auch mal fertig. Ich glaube, da macht das doch noch mit den, ja. So, wieso haben wir jetzt die beiden gemacht? Ganz... Boah, ich hole jetzt gleich erstmal ein paar Blöcke. Das sind ja hier vollständig zeitliche Bedingungen, wo man hier rumlaufen muss. Haben wir Sticky Resin? Ja, haben wir sogar. 4 Stück. Das reicht vollkommen. Erst einmal hier ganz kurz. Ja, sehr schön. Das mache ich dann gleich nach der Aufnahme alles noch perfekt. So, Sticky Resin kommt hier rein. Es wird ausgezogen. Und dann bekommen wir aus einem Sticky Resin müssten da drauf 3 Ropper rauskommen. Na, stimmt's? Jawohl, ja. Sehr schön. Gut, jetzt wo wir das hier haben, können wir mal anfangen. Thermal Centrifuge. Die können wir jetzt mal craften, weil wir jetzt dafür alles haben. Wir haben Refined Iron haben wir noch nicht. Raffiniertes Eisen wird gemacht, indem wir Eisen im Blast findet man da in der Oxygen Cell oder was ist das? Oxygen. Sehe ich das hier irgendwo? Nö. Okay, dann machen wir jetzt einfach mal den Blast Furnace. Vielleicht ist das auch einfach nur eine Anzeige, dass wir 1HU/T. Heat? Ah, ich verstehe. Okay, Solid und Fluid Heat, Electric Heat, mach mal den Electric Heat Generator, das ist glaube ich am sichersten. Da brauchen wir Iron Item Casings, 1, 2, 3, das haben wir. Heat Conductor und eine E-Batterie haben wir nicht. Zinn. Ein. Okay, wir brauchen 2 Sticks und brauchen wir es hier. Ein Fortschimmer. Komm, ich mach mal ein bisschen mehr. Komm, mach mal 15. Weil dann können wir jetzt hier noch 2, 4, 6, 8, 12. Heat Generator war das jetzt, genau. Rotes Stein. Komm, dann mach ich mal so. Also ich bin ehrlich, jetzt gleich könnte es sein, dass ich ein Fail erlebe, weil ich das noch nie gemacht habe. Also ich habe damals nur das allererste IC2 mitgemacht. Ich bin mal gespannt, ob das klappen wird. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das gerade so mache. Wir haben jetzt auch den Mittelformer. So, Blast Furnace. Ich mache jetzt mal hier drunter einen Platz frei. Hier den Blast Furnace und
natürlich nicht. Okay. Ich schaue mal gerade ganz kurz im Industrial Craft Wiki nach. Okay, ich bitte einen kurzen Moment um Verzeihung. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass es das doch so kompliziert wäre. Es ist bestimmt wahr, einfach nur sag mal schnell. Komplett einfach, aber ich stelle mich einfach so unglaublich blöd an. Blast Furnace? So. Zerblasen. So ist es. So. Hier haben wir doch ein... What the fuck ist das? Was? Das ist ja gerade zu schwierig. Da lese ich mich später nochmal ein. Wir machen das jetzt anders. We find Iron. Können wir ja hier craften. Na. So. So. Ich wusste gerade, das Mischverhältnis wusste ich jetzt gerade nicht, aber es müsste, ja, 2-1 sein. Okay, okay. Profi am Werke. Was wir mal machen können, wir können schon mal das erste Solar Panel anfangen. Da brauchen wir einen Generator. Da bin ich jetzt nicht so blöd. Hauptraum. Metal Formel. Rolling. Was kostet denn eigentlich so ein Overclocker? Ein Overclocker-Upgrade. Wir brauchen 10 Coolant. Coolant. Ah, Fuge Canning Machine. Okay, da brauchen wir Lapis Lazuli Dust. Das können wir jetzt gleich auch mal angehen. Das ist ja nochmal eine Möglichkeit. Machen wir das nochmal. Ja. So, für eine Fluid Can. Moment. Coolant. Das war jetzt in der Fluid Canning Machine, oder? Ja. Oder gibt. Die Purpose Can. Solid Canning. Ich blick so gar nicht gerade durch. Ich habe mich echt viel zu lange mit der Mod nicht mehr beschäftigt. So, Hammer. Ach komm. Zack. Also ich mache jetzt hier die Wiki. Ich bin. Oder? Komm, wir lassen es jetzt auf ankommen. Das ist die Tip-Top mit Ansage. Wie lange habe ich das nicht mehr gehört? Tip-Top mit Ansage. Redstone. Da machen wir wieder. Oder habe ich noch Tin? Ja, Tin Plates habe ich noch, aber keine Item Casings. So. Canning Machine. So, bitte lass es die richtige sein. Das sieht schon mal gut aus. Recipes. Construction from
Koalan, was kann man noch machen? Biomass. Hot Spring Water. Das braucht aber auch Wasser. Komm, wir machen mal ein paar Hardenteile. Harden. Flodak. Es ist kein Inverter da, oder? Ja. Ah, ich muss gerade so ein bisschen haushalten. Ein Stack Lapis nehme ich mir schon mal mit. Zack, zack. So. Ich bin jetzt echt mal gespannt, ob das gleich klappen wird. Die Zellen können wir schon mal machen. Fluid Cells. Haben wir keine Glasspins mehr. Also diese Zusammenbindung IC2 und AE klappt wohl noch nicht so ganz. Hammer. Tin. Und Tin Plates. 12 Stück. Ist jetzt nicht die Welt, das ist aber schon mal was. Zell. Pain. Also für mich ist es gerade wirklich ein Pain. Ein Pain in CS, aber. Fluidukt. Das hat geklappt, ohne Problem. Also es ist wirklich, liegt an IC2. Dann kommt hier schon mal das Wasser rein. Okay, das müssen Wasserzellen sein. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Sehr schön. Dann. Jetzt sind wir noch dran, Alter. Wir brauchen Lapis Lazuli Dust. Kann man das eigentlich auch Lapis Lazuli Dust Session, das geht in das Segmel. Dann mache ich das einmal ganz kurz hier, weil hier geht es eindeutig schneller. Also da werde ich auf jeden Fall ein paar Overclocker noch reinhauen müssen. Aber die sind wir gerade am machen. Miep. Ah? Haben wir's? Oder? Ah, ich glaube, jetzt haben wir es. Na? Nein. Wie kriege ich das jetzt da wieder raus? Na, kann man das irgendwie dumpen? Ich
so unglaublich blöd an. Hoffen wir jetzt einfach einmal, wenn wir eine French von IC2 machen, dass das Ganze einfach gedumpt wird. Bitte, bitte. Gott sei Dank. Kulant. Okay, ein so muss das aussehen. Ja, das ist jetzt so. Was fehlt da noch? Ach, der... Aha, sehr schön. Ah, na, na? Klappt's jetzt? Jawoll! Wie krieg ich das Kulant da raus? Okay, gut. Ich merke schon, ich muss hier noch einige Sachen wieder reinlesen. Alles klar. Dann würde ich sagen, ich beende das einfach mal die Folge, bevor es noch peinlicher wird. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.